Wir werden hier den Flächeninhalt einer Revolutionsfläche anhand eines Integrals bestimmen. Dazu nehmen wir zuerst einmal den Bogen eines Funktionsgraphen, hier der Funktion f, und das von a bis b. Wir werden solch einen Bogen um die x-Achse drehen und das ergibt dann eine Revolutionsfläche. Wir haben schon die Länge von solch einem Bogen bestimmen können, und zwar durch solche rote Strecken hier. Die Länge von solchen Strecken konnten wir sehr schön bestimmen durch den Satz des Pythagoras. Und das führte dann sofort zur Länge von solch einem Bogen, das heißt zu dieser Formel. Hier sei nochmal darauf hingewiesen, dass diese Quadratwurzel mal das dx nichts anderes ist als die Länge von solch einer roten Strecke, die immer kürzer, immer kürzer, immer kürzer wird. Das machen wir jetzt mal so weg. Wir werden diese ds-Stückchen effektiv immer kürzer nehmen, so dass sie praktisch horizontal werden. Und dann werden wir solche horizontalen Stückchen um die x-Achse drehen. Das wird dann Zylinder ergeben und die Außenfläche von solch einem Zylinder kann man sehr schön berechnen durch die Formel 2 mal Pi mal R mal die Höhe des Zylinders. Also hier diese Mantelfläche von einem Zylinder ist anscheinend nichts anderes als 2 Pi mal Zylinderradius mal Zylinderhöhe. Schaut mal bitte alle oben rechts zu mir hin. Man nehme solch ein Zylindermodell, so, und dann falte ich diesen Zylinder auseinander. Die Mantelfläche von einem Zylinder ist nichts anderes als ein Rechteck. Und um den Flächeninhalt dieses Rechteckes zu berechnen, nehmen wir natürlich Breite mal Länge. Diese Breite von dem Rechteck, das ist nichts anderes als die Höhe von dem Zylinder. Und die Länge von dem Rechteck ist nichts anderes als der Umfang von diesem Zylinderkreis. Also können wir hier schön sagen, die Außenfläche von solch einem Zylinder bzw. die Mantelfläche, das ist die Breite, Höhe des Zylinders, mal die Länge von dem Rechteck, Umfang des Kreises, 2 Pi R. Wir werden also solche Stückchen ds um die x-Achse drehen und finden somit die Außenfläche von einem Zylinder. Machen wir das? Wir brauchen dazu eine Animation. Schauen wir jetzt im 3D-Fenster, wie solch eine Außenfläche entsteht. Und wir werden jetzt den Flächeninhalt von solch einer Außenfläche bestimmen. Solch eine Außenfläche ist ja nichts anderes als die Summe von lauter solchen Zylindermantelflächen von A bis B. Solch eine Zylindermantelfläche ist ja zuerst einmal die Höhe, das ist dieses ds, dieses winzige ds, das ist die Höhe von solch einem Zylinder, mal die Länge von solch einem Rechteck. Und diese Länge wird natürlich bestimmt durch 2 mal Pi mal Radius. Und der Radius von solch einem Zylinder ist nichts anderes als ein f von x. Daher also diese Formel, der Flächeninhalt von einer Revolutionsfläche ist nichts anderes als Integral von a bis b von 2 Pi mal f von x mal diese Quadratwurzel dx. Gut, hier die Zahlen 2 und Pi, das sind zwei multiplikative Konstanten, die kann man noch aus diesem Integral herausholen und somit entsteht die Formel zur Berechnung des Flächeninhaltes einer Revolutionsfläche. Anhand dieser Formel kann man sehr schön beweisen, dass die Außenfläche einer Kugel berechnet wird durch die Formel Außenfläche gleich 4 Pi R²
Und auch die Mantelfläche eines Kegels wird berechnet durch Pi mal r² plus h² unter der Quadratwurzel. Wir erkennen hier unsere frühere Formel, die Mantelfläche von einem Kegel ist nichts anderes als Pi mal r mal diese Länge hier. Denn diese Länge da, nennen wir sie mal wie früher S, S wie Streckenlänge, diese Länge S ist nichts anderes als die Quadratwurzel von H² plus R². Da ist er wieder, dieser Lehrsatz des Pythagoras.